Es geht um den 8. März, den Internationalen Frauentag. Und wie angekündigt, begrüße ich hier im Studio ganz herzlich die DGB-Kreisvorsitzende Sabine Zimmermann. Hallo. Hallo. Der 8. März, der Internationale Frauentag, das assoziiert man zunächst mal mit Blumensträußen für die Frauen. Aber auf der anderen Seite ist es auch für viele ein Kampftag. Was ist es für Sie? Was überwiegt da? Also ich denke, der 8. März ist beides. Einmal, dass man den Frauen eine Aufmerksamkeit gibt von ihren Männern. Natürlich nicht nur am 8. März, sondern das sollte eigentlich das ganze Jahr über sein. Aber dass man dort den Frauen Dankeschön sagt mit einem Strauß Blumen oder eben einer anderen Aufmerksamkeit. Das Zweite, für mich als Politikerin und auch als Gewerkschafterin ist es natürlich auch ein Kampftag. An dem Tag ist es für mich wichtig, dass man auf die Situation der Frauen aufmerksam macht. Und hier vor allen Dingen auch am Arbeitsmarkt. Denn es sind immer mehr Frauen im Arbeitsprozess drin, das ist gut so. Aber trotzdem arbeiten hauptsächlich die Frauen zu niedrigen Löhnen und zu schlechten Arbeitsbedingungen. Wenn ich da an die Pflege denke, wenn ich da an die ganzen Berufe denke, die die Frauen ausfüllen. Und hier geht es gerade darum, dass es, Frauen in niedrigen Löhnen arbeiten, in Teilzeit arbeiten und in Minijobs und damit natürlich für ihre Altersvorsorge keine Möglichkeit haben, sich dort abzusichern. Ist das jetzt eher ein subjektives Empfinden oder lassen sich diese Sachen auch mal mit Zahlen untermauern? Wir haben hier bei uns im Landkreis Ende 2015 56.000 Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt gehabt. Bei den Männern waren es 67.000. Da sieht man schon einen kleinen Unterschied. Aber ganz deutlich wird es dann bei der Teilzeit. Dort arbeiten 10.000 Frauen in Teilzeitjobs und 4.000 Männer in Teilzeitjobs. Und da sieht man schon ganz deutlich den Unterschied. Und bei den Minijobs ist es auch noch deutlicher. Dort haben wir 11.000 Frauen in Minijobs und 7.000 Männer auch in Minijobs. Und ich finde, am deutlichsten sieht man es hier in der Region an der Entgeltstatistik und dort haben wir 242 Euro weniger bei den Verdiensten der Frauen und das ist schon ganz schön viel Geld, finde ich. Und das ist auch ungerecht. Also die Fakten kennen wir schon mal. Wäre jetzt die Frage, was kann man dagegen tun? Es ist eigentlich jedes Jahr zum 8. März, dass ich immer wieder auf dieselben Probleme aufmerksam mache und es passiert eigentlich nicht viel. Und es nützt uns nichts der Masse an Frauen, wenn in den 180 DAX-Unternehmen eine Frau im Vorstand sitzen soll. Wir brauchen einfach hier eine Entgeltstatistik, die auch den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit ausmacht, also darauf orientiert. Und dazu müssen die gesetzlichen Regelungen geschaffen werden. Da ist die Bundesregierung gefordert und da passiert im Moment nicht viel. Wir brauchen eine Umwandlung der Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, dass dort eben auch Rentenpunkte angesammelt werden können. Denn Minijobs sind immer noch eine Armutsfalle für die Frauen. Die können sich dort keine Entgeltpunkte für ihre Rente ansparen. Besonders betroffen sind auch die Alleinerziehenden, die dort in Armutsverhältnissen auch leben. Und als letzten Punkt möchte ich natürlich noch anführen den Mindestlohn, der ja jetzt auch in der Diskussion ist. Dass dort 30 Cent wieder mehr kommen sollen. 30 Cent ist beschämend. Selbst das Arbeitsministerium sagt, eigentlich bräuchte man 11,50 Euro, um wirklich später nicht in Altersarmut fallen zu müssen. 11,50 Euro die Stunde muss verdient werden bei 45 Arbeitsjahren, dass die Grundsicherung im Alter dann nicht in Anspruch genommen werden muss. Und deshalb sage ich immer wieder, Versprechen nützen uns nichts. Wir brauchen wirklich jetzt Handeln. Wir brauchen da wirklich von der Politik eindeutige Signale. 11,50 Euro, ist das derzeit eher noch Utopie oder ist das schon etwas in greifbare Nähe gerückt? 11,50 Euro, darüber diskutieren viele. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat ja gerade erst die Armutsstudie rausgebracht. Aber dass selbst das Arbeitsministerium 11,50 Euro sagt, ich glaube, da müssen wir dann noch hart dran arbeiten, dass wir nicht nur 8,50 Euro plus 30 Cent haben, dass wir dann dort wirklich über 10 Euro kommen. Denn alles, was unter 10 Euro liegt, ist beschämend. Sagt die DGB-Kreisvorsitzende Sabine Zimmermann. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Gerne.